Antonio Alarcón hat Angst um seine Zukunft. Er ist einer von Millionen illegaler Einwanderer in den USA. Immer häufiger macht der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump aggressiv Stimmung gegen sie. Fordert im Vorwahlkampf die Ausweisung aller illegalen Einwanderer. Antonio fürchtet ein Amerika geprägt von Rassismus und Ausgrenzung. Deshalb machen er und seine Mitstreiter mobil. Kann es ihnen gelingen, Trumps Durchmarsch bei den Vorwahlen zu stoppen? Gesicht zeigen, die Öffentlichkeit suchen. Antonio Alarcón hat mit Freunden eine Aktion organisiert. Sie zeigen Porträts von illegalen Einwanderern. Geschätzte 11 Millionen Menschen leben ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung in den USA. Viele werden seit Jahrzehnten geduldet, arbeiten, zahlen sogar Steuern. Wir wollen auf die Geschichten der Menschen ohne Papiere aufmerksam machen. Menschen, von denen Donald Trump behauptet, dass sie Illegale und Vergewaltiger sind. Wir erzählen ihre Geschichten und zeigen damit, was diese Menschen für die Nation und für New York geleistet haben. In die USA kam Antonio als Zehnjähriger. Seine Eltern brachten ihn aus Mexiko mit nach New York. Seitdem lebt er hier ohne gültige Papiere und in der ständigen Angst, ausgewiesen zu werden. Noch vor ein paar Jahren hatte ich Angst zu sagen, dass ich ein illegaler Einwanderer bin. Doch inzwischen bin ich aus dem Schatten der Anonymität herausgetreten. Ich bin stolz darauf, ein Student ohne Papiere zu sein und meine Geschichte mit all denen zu teilen, die immer noch Angst haben, weil sie keine Papiere besitzen. Nach der Protestaktion geht Antonio zur Universität. Ohne gültige Papiere dürfte er eigentlich nicht studieren, aber es wird geduldet. Ich will selbst Politiker werden. Nicht so einer wie Trump, der hasserfüllte, rassistische Kommentare verbreitet über Menschen ohne Papiere. Sondern ich will diejenigen repräsentieren, für die derzeit niemand spricht. Doch das ginge erst, wenn er wirklich die amerikanische Staatsbürgerschaft bekäme. Denn momentan darf er nicht einmal wählen. Und Donald Trump will, dass das so bleibt. Seit der republikanische Präsidentschaftskandidat bei den Vorwahlen vorne liegt, sieht Antonio einen Rückfall der USA in längst vergangene Zeiten. Es ist einfach unglaublich, wenn wir über die amerikanische Geschichte nachdenken. Es ist doch so ähnlich wie 1929 und zur Zeit des Ku Klux Klans, als weiße Rassisten schreckliche Dinge über Afroamerikaner sagten. Damals betraf es die Afroamerikaner, heute, 2016, trifft es Latinos oder Frauen. Wahlkampftermin in Poughkeepsie im Bundesstaat New York. 30.000 Einwohner leben in dem Ort. In den vergangenen Jahren sind viele Industriebetriebe weggezogen. Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Viele Einwohner fürchten, dass noch mehr Jobs abwandern oder mit illegalen Einwanderern besetzt werden. Donald Trump nutzt solche Ängste für seinen Wahlkampf. Er gibt sich als Verteidiger des kleinen Mannes. Der Bezirk Poughkeepsie hat 16% der Jobs in der Bergbauindustrie und im Baugewerbe verloren. Das ist doch lächerlich. Und wissen Sie, wer sie bekommt? Andere Orte bekommen sie. Orte außerhalb der USA. Das ist unerträglich. Solche Reden kommen hier gut an. Viele fühlen sich von der Politik in Washington im Stich gelassen. Und wieder fordert Trump, eine Mauer entlang der Grenze zu Mexiko zu bauen. Die illegale Einwanderung kostet den New Yorker Steuerzahler 5 Milliarden Dollar. Wer soll für diese Mauer bezahlen? Draußen vor der Tür liefern sich seine Anhänger Wortgefechte mit Trump-Gegnern. Keep it peaceful. Calm down.
Die Menschen auf beiden Seiten werden von den Massenmedien getäuscht. Es ist nicht einfach so, dass Trump gegen Minderheiten ist. Er ist gegen die illegale Einwanderung. Ein Staat ohne Grenzen ist kein richtiger Staat. Wir haben nichts gegen Einwanderung. Uns stört, dass unsere Grenze im Süden des Landes durchlässig ist. In der momentanen wirtschaftlichen Situation können die Einwanderer hier nicht bleiben. So toll, wie ich Einwanderung finde. Aber unsere eigenen Leute sind jetzt wichtiger. Solche Aussagen machen Antonio wütend. Immer mehr Amerikaner würden jetzt so denken und alle illegalen Einwanderer abschieben wollen. Amerika ist seit 10 Jahren mein Land. Ich habe hier mehr als die Hälfte meines Lebens verbracht. Menschen ohne Papiere nehmen niemandem die Arbeit weg. Sie machen die Jobs, die die Amerikaner nicht wollen. Etwa in der Landwirtschaft. Ich habe noch keinen Amerikaner getroffen, der Kühe melkt oder 12 Stunden auf einer Farm arbeitet für 75 Cent die Stunde. In den letzten Wochen haben er und seine Freunde hart gearbeitet, um eine Demonstration gegen Donald Trump zu organisieren, der heute in der Stadt ist. Letzte Absprachen, bevor es losgeht. Wenn die Polizei euch sagt, dass ihr weggehen sollt, dann gehorcht. Verhaltet euch respektvoll. Sagt nichts Ungehöriges zu einem Polizisten. Schnell noch ein paar Freunde informieren, damit möglichst viele zur Demonstration kommen. Von Queens aus brauchen sie eine halbe Stunde bis nach Manhattan, wo sich Trump am Nachmittag mit anderen Republikanern trifft. Ich weiß nicht, was heute passieren wird. Wir erwarten mehr als 5000 Demonstranten. Wir wollen friedlich protestieren und auch niemanden stören. Wir wollen nur sicherstellen, dass auch die Stimme unserer Bevölkerungsgruppe gehört wird. Sie demonstrieren gegenüber dem Hotel, in dem sich Trump mit seinen Parteifreunden trifft. Die Stimmung ist angespannt. Die Polizei hält die Demonstranten vom Hotel fern. Es sind schon Hunderte da, aber es werden wahrscheinlich noch Tausende kommen. Sie kommen her, um Donald Trump zu sagen, sie sind weder in New York noch in anderen amerikanischen Städten willkommen. Menschen mit ganz unterschiedlichem Hintergrund sind gekommen. Illegale Einwanderer, Menschenrechtler, die sich für die Rechte von Schwarzen einsetzen. Andere protestieren gegen Trumps Forderung, Muslime nicht mehr in die USA einreisen zu lassen. Wir werden seine rassistische Rhetorik zum Schweigen bringen. Wir werden sicherstellen, dass er das weiß. Wie erwartet, lässt Donald Trump sich nicht blicken. Auch sonst kein Republikaner. Einige Demonstranten versuchen, das Gebäude zu betreten. Antonio dokumentiert, wie sie abgeführt werden. Er selbst hält sich zurück. Was passieren würde, wenn die Polizei mich festnimmt? Wahrscheinlich käme ich ins Gefängnis. Dann wäre ich vorbestraft und würde wahrscheinlich ausgewiesen werden. Antonio macht sich Sorgen wegen seiner Freundin Natalia. Auch sie hat keine gültigen Papiere. Trotzdem hat sie versucht, ins Gebäude zu kommen. Ist Natalia okay? Ja, sie ist wieder draußen. Die Sicherheitskräfte haben im Hotel meine Personalien aufgenommen. Ich bin ausgeflippt. Ja, aber wo ist Natalia? Sie kommt jetzt raus. Kommt sie raus im Sinne von verhaftet? Nein, sie ist gar nicht festgehalten worden. Dieses Banner mit einem Anti-Trump-Slogan hat Natalia aus einem Hotelfenster gehängt. Sie freut sich,
weil die Sicherheitskräfte dies nicht verhindern konnten. Das haben wir zusammen mit anderen gemacht. Als ich das Banner raushängen ließ, leisteten andere Zivilen Ungehorsam. In einem anderen Stockwerk und im Zugang zum Hotel dort. Wenn 5 Aktionen gleichzeitig stattfinden, hat die Polizei kaum eine Chance. Nach 3 Stunden löst sich die Demonstration auf. Antonio ist zufrieden, dass so viele dort waren. Zumindest haben sie ein Zeichen gegen Trump gesetzt. Der Wahltag. Antonio hat sich mit Freunden verabredet. Zusammen verfolgen sie die Wahlsendung. Und wieder hat Trump bei den Republikanern gewonnen. Seinen Vorsprung weiter ausgebaut. Antonio ist enttäuscht, doch er lässt sich nicht entmutigen. Die Anti-Donald-Trump-Bewegung gibt es schon länger. Es gab Proteste in Chicago und Arizona. Wir versuchen, eine Bewegung in allen Bundesstaaten auf die Beine zu stellen. Denn Donald Trump wird weiter Stimmung gegen Einwanderer machen, gegen Homosexuelle oder Frauen. Was wir hier in New York gemacht haben, ist erst der Anfang unserer Versuche, den Hass zu stoppen, den Trump gegenüber unserer Bevölkerungsgruppe schürt. Antonio auf dem Weg nach Hause. Er will nicht aufgeben. So wie viele andere wird er weiter gegen Trump auf die Straße gehen.